53% des Vermögens in Deutschland gehören den reichsten 10% der Deutschen. Nur 1% gehört den unteren 50% der Gesellschaft. Und die öffentlichen Haushalte sind verschuldet. Gegen das Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich gibt es ein Mittel, und das heißt Steuergerechtigkeit. Zur Steuergerechtigkeit gehört, dass Menschen mit mittleren Einkommen und geringen Einkommen deutlich entlastet werden. Unser Einkommenssteuerkonzept sieht vor, dass Menschen mit bis zu einem monatlichen Einkommen von 6.000 Euro deutlich entlastet werden. Wir wollen aber hingegen Einkommensmillionäre deutlich stärker zur Kasse bitten. Deswegen schlagen wir eine Einkommenssteuer für Millionäre von 75% vor. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit dem Zweiten Weltkrieg ein Steuersystem, was sich an die Leistungskraft der Menschen orientiert. Das heißt, wer viel verdient, muss auch viel Steuern zahlen. Wer wenig verdient, zahlt überhaupt keine Steuern. Wir haben ja mittlerweile auch relativ hohe Freibeträge gemacht, sodass die unteren Lohngruppen ja von einer Lohnsteuer im Grunde nicht mehr betroffen sind. Wir brauchen eine höhere Vermögensbesteuerung in Deutschland. Die hohen Vermögen müssen und sollen sich mehr am Gemeinwohl beteiligen. Aus grüner Sicht ist das die Vermögensabgabe, die von den hohen Privatvermögen bezahlt werden soll, getätigt werden soll. Das Aufkommen dieser Abgabe soll übrigens in den Schuldenabbau, um damit dann auch wieder finanzielle Mittel im Haushalt, weil wir dann weniger Zinsen zahlen müssen, frei zu bekommen. Zunächst einmal hat der Staat zurzeit so viele Einnahmen wie noch nie in seiner Geschichte. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer sprudeln, Gewerbesteuer sprudelt. Alle staatlichen Ebenen haben mehr Steuereinnahmen im Jahr 2013 als in den Jahren davor und mehr als je zuvor. Und deshalb ist eine Lehre aus der Staatsschuldenkrise in Europa für uns Liberale: Politik muss lernen, mit dem Geld, das die Bürgerinnen und Bürger ihr zur Verfügung stellen, auszukommen. Der Staat braucht mehr Einnahmen für Bildung und Unterstützung für Kinder. Und deshalb wollen wir den Spitzensteuersatz anheben für Gutverdienende ab 100.000 Euro. Wir wollen die Vermögenssteuer einführen und auch die Erbschaftssteuer so gestalten, dass wirklich mehr Einnahmen ankommen. Aber verbunden mit dem Versprechen, dieses Geld darf nicht irgendwo in Haushaltskassen, in leere Haushaltskassen fließen, sondern muss gezielt ausgegeben werden für einen Bildungsplan. Die Erbschaftssteuer ist international gesehen in Deutschland sehr, sehr niedrig. Und wir wissen, dass sehr, sehr viel Vermögen auch vererbt wird. Die Erbenden da letztlich herzlich wenig dafür getan haben. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland sagen, wir nehmen mehr Erbschaftssteuermittel ein, zum Beispiel um Bildung zu finanzieren, dann finden wir da auch eine hohe Akzeptanz. Leistungsgerechte Besteuerung heißt am Ende, dass derjenige, der aufsteht und arbeiten geht, am Ende des Tages mehr hat als diejenigen, die das nicht können oder nicht wollen. Und dass diejenigen, die arbeiten und Einkünfte erzielen, nicht über Gebühr zu unserem Staat beitragen, das zeigt schon die Verteilung. Wenn 20% der Steuerpflichtigen mehr als 50% des Einkommensteuervolumens beisteuern, dann zeigt das, dass die Umverteilung jedenfalls in Deutschland funktioniert. Deshalb gibt es auch keine Notwendigkeit für Steuererhöhungen. Wir haben Rekordsteuereinnahmen in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, dass wir das alles in allen richtig machen, denn es ist ja auf der anderen Seite so, dass die Menschen, die gut verdienen, ich glaube, die 25%, die am meisten verdienen, in diesem Land etwa 80% der Staatsfinanzierung tragen. Also dieses Leistungsprinzip in der Steuer haben wir, und das soll auch so bleiben.